Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Gadgets und Technik Video hier auf dem Atzenberger Online-Kanal. Schön, dass ihr auch diesmal wieder dabei seid und bei mir zuschaut, denn heute gibt es das hier bei mir. Ich habe mir ein neues Bild besorgt und zwar von der Firma Pixel Frames. Ihr seht es schon, The Revenge of Shinobi, der ein oder andere wird es wahrscheinlich schon erkannt haben. Das Ganze hat die offizielle Sega-Lizenz und ist ein vielschichtiges Bild. Also stellt jetzt hier so einen Schnappschuss aus dem Spiel dar und das ist hier, ja, wie gesagt, aus dem 2D-Spiel haben die jetzt hier so eine 3D-Aufmachung rausgeholt. Es sieht richtig cool aus, finde ich. Bezahlt habe ich dafür 24,99 Euro und gekauft habe ich das gute Stück bei Amazon. Jawohl, ich zeige euch jetzt nochmal die Rückseite von dem guten Dingen hier und dann werde ich es auspacken und dann gucken wir es uns nochmal genau an. Dann geht's los. Wir öffnen jetzt unsere Verpackung und schauen uns unser Bild mal genauer an. So, das Unboxing startet jetzt. Na, kommt schon raus. Ach, geht schon alles kaputt. Egal. So, da ist es. Richtig fett. Hammer. So, schaut mal. Das Ganze hier in einem schönen Holzrahmen gehalten. Die Maße sind 23x23x5 cm. Also ihr seht schon, das sieht richtig gut aus. Oh ja, hier hat man noch die Möglichkeit, das Ganze an die Wand zu hängen. Sehr schön. Ja, total klasse. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier erkennen kann, die verschiedenen Schichten. Aber es ist richtig, richtig cool gemacht, finde ich. Also da bin ich mal wieder total begeistert. Sagt hier einer, ich weiß nicht, ob es Glas ist. Ich würde fast sagen, ja. Auf jeden Fall macht es einen hochwertigen Eindruck. Wer sich dafür interessiert, diese Pixel-Frame-Bilder gibt es natürlich auch von anderen Spielen. Castlevania, Mega Man, Street Fighter, Sonic, um nur einige zu nennen. Natürlich auch verschiedene Motive davon. Ich zoome jetzt noch mal etwas näher hinein. So, schaut mal. Vielleicht kann man das jetzt noch ein bisschen besser erkennen, aber... Wie ihr sehen könnt, es ist richtig cool gemacht und total hochwertig. Also das wird auf jeden Fall einen schönen Platz in meinem Regal finden. Und das wird auch nicht das letzte von diesen Pixel-Frame-Bildern sein, was ich mir holen werde. Da werde ich mir noch zwei, drei andere von kaufen, weil ich finde, die sind richtig, richtig gut. Preislich kann man da auch nicht viel verkehrt machen. 24,99 Euro. Ein absoluter Top-Preis. Und ihr seht schon, die Qualität ist wirklich sehr, sehr gut. Ja, natürlich gibt es auch eine Bewertung dafür. Und die kann natürlich nur... so ausfallen, dass ich den dreifach Daumen nach oben vergebe. Ich bin total begeistert, als ich das gesehen habe im Internet. Muss ich das natürlich sofort bestellen. Wie gesagt, die Dinger gibt es bei Amazon. Kein Product Placement und natürlich keine bezahlte Werbung. Ich habe das Bild für mich gekauft, um das hier mal zu zeigen für euch. Also wie gesagt, ich bin total begeistert und das wird nicht das letzte sein, was ich mir kaufen werde von denen. Richtig cool. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben für mein Video dalassen. Ganz besonders würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Und wenn ihr mögt, schaut doch auch morgen wieder bei mir auf den Kanal vorbei. Ich mache jeden Tag neue Lebensmitteltest-Videos. Alle anderen Sachen, wie jetzt hier die Gadgets und die Konsolen und die Handhelds, die kommen dann immer nach und nach, wenn ich mir neue Sachen gekauft habe und die hier mit euch auspacke und euch die Sachen zeige und wir das gemeinsam ausprobieren. Ja, das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, mein kleines Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, sagt euer Atzenberger.